So Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von uns. Heute geht es darum, Motorblock standhaft machen, Golf 5 GTI für mindestens 500 PS. So, und da gibt es tatsächlich ein paar Sachen zu beachten. Das ist nicht einfach nur so Plug and Play irgendwas reingefeuert, sondern da müssen wir schon ein kleines bisschen mehr in die Tiefe gehen und da müssen wir auch ein bisschen was bearbeiten, damit das Ganze am Ende des Tages auch ein kleines bisschen Sinn ergibt und vor allen Dingen auch auf Dauer hält. Was gibt es jetzt dazu zu sagen? Kundenwunsch war, Motorblock standhaft machen bis 500 PS. Allerdings bekommt er die 500 PS jetzt nicht gleich. Ist eine Kostensache, können wir auch ganz offen und ehrlich sagen. Brauchen wir kein Geheimnis draus machen. Für den Kunden ist erstmal wichtig, der Motor war verschlissen. Wenn wir ihn jetzt aufmachen, wenn wir ihn machen, dass er gleich standhaft ist, damit der Kunde irgendwann richtig Dampf drauf geben kann. Wir haben einen 5er Golf. Der ersten Generation ist falsch, aber einer der ersten vom Band gelaufenen 5er Golfs. So, denn wir haben Motorkerner, hier oben steht es, AXX. So, und für diejenigen, die sich ein bisschen mit dem Thema auskennen, die wissen, der AXX hat einen ganz gravierenden Unterschied zu den BWA-Motoren. Den setze ich jetzt als erstes mal mit dem gleich, weil der ist an und für sich der identische Motor, außer die Kolben sind etwas anders. Denn wir haben bei dem AXX eine höhere Verdichtung als beim BWA. Aber beide Motoren sind vom Grundaufbau komplett identisch und haben beide einen Hochwarner K03 Lader original verbaut. Ja. Und die Leistung ist aber bei beiden gleich angegeben? Bei beiden 200 PS, genau. Danke für die Nachfrage. Jetzt gibt es aber wahrscheinlich den einen oder anderen, der gerade vor seinem mobilen Endgerät oder vor dem Fernseher sitzt und sich gerade denkt, Mensch, aber es gibt da noch den Edition 30 und den Edition 35 im 6er Golf. Und dann gibt es ja auch noch den 6er Golf R. Jetzt habe ich ja vorhin gesagt, Grundbaureihe VW EA113. Guck mal, sind die nie lieb? Nicht schlecht, ja. Die schießen sogar, damit wir hier ganz in Ruhe, drehen können. Genau, EA113. So, die Kenner unter euch wissen, Golf 5 Edition 30, Golf 6 Edition 35, Golf 6 R und TTS und Audi S3. Auch das ist Motorengrundbaureihe EA113. Allerdings haben die einen ganz gravierenden Unterschied. Und zwar haben die andere Kolben serienmäßig verbaut. Die haben nämlich schon geschmiedete Kolben drin. Und die haben andere Bläustangen verbaut, nämlich mit einem 21er Kolbenbolzen. Wir haben hier nur 20 mm Kolbenbolzen. Und das hat auch einen ganz bestimmten Grund. Die haben nämlich einen K04 Lader dranhängen. K04 Lader, größerer Lader, größere, mehr Drehmoment, mehr Leistung, demzufolge eben auch mehr Belastung auf unseren Kolben und auf unserem Block. So, jetzt habe ich ja gerade zum Anfang des Videos schon gesagt, wir machen unseren Kumpel hier standhaft auf mindestens 500 PS. Ich kann euch sagen, das Ding wird schon noch mehr abkönnen, ja. Aber Kundenvorgabe waren jetzt 500 PS. So, was gibt es jetzt hier für Möglichkeiten? Wir fangen einfach mal an bei den Innereien. Ihr seht es vielleicht schon hier, wir haben Bläustangen, Haarschaftbläue. Gib mir kurz eine Minute. Ich lege euch das hier einfach mal so her. So. Das ist unsere Bläustange und das ist unser Kolben. Wollen wir so weit in die Tiefe gehen, Philipp? Ja, denkst du, dass das die Leute interessiert? Ansonsten machen wir mehrere Teile. Also wenn es euch nicht interessiert, schaltet weg. Aber für den einen oder anderen ist es, denke ich, sicherlich schon sehr, sehr sinnvoll. So, wir haben unseren Kolben hier drinnen sitzen. Hier unten läuft unsere Kurbelwelle und unser Kolben bewegt sich immer nach oben und nach unten. Ich sollte keine Kurbelwelle werden, merkst du das? Die Bewegung, das ist noch nie ganz so flüssig. Auf jeden Fall marschiert unser Kolben hier hoch und runter. Das heißt, wenn wir jetzt hier oben unsere Verbrennung stattfinden haben, passiert Folgendes. Wir geben unserem Kolben hier oben in Form der Verbrennung richtig auf den Deckel, ja. Unser Kolben lehnt sich, kippt quasi hier oben mit dem Kolbenkopf an die eine Seite der Laufbüchse und mit dem Kolbenhemd unten zum Abstützen an die andere Seite der Laufbüchse. Und dann geht unsere komplette Kraft gerichtet in unser Bläuel. Und jetzt guckt euch mal bitte dieses Kinderbläuel an. Jetzt stellt euch mal vor, was hier passiert, wenn wir hier 500, 600 Newtonmeter drauf geben. Okay, Kolben raus alle, Kolben ist raus. Oh, aua. Das funktioniert nicht. Ne? Erfahrungsgemäß die AXX und BWA Motoren, so maximale Grenze, so 270, 280 PS, wo du wirklich sagst, die laufen noch sauber, die funktionieren noch. Alles, was danach kommt, läufst du Gefahr, dass dir dieses Kinderbläuel wegknackt. Ja?
Okay, was machen wir in dem Falle? Wir ersetzen das Bläuel durch ein Haarschaftbläuel. Wir hätten natürlich auch sagen können, wir nehmen jetzt dieses Golf 6R Bläuel, ja, oder Edition 35 oder was auch immer von dem K04 Motor. Das ist an und für sich auch schon kräftiger. Habe ich jetzt gerade keins zum Zeigen da. Aber das ist in der Bauform auch schon kräftiger. Und wir haben einen stärkeren Kolbenbolzen. Aber wir haben ja die Kundenvorgabe, 500 PS soll er halten. Das heißt, auch dort kommen wir mit den Bläuel vom K04 Motor schon an unsere Grenzen. Ja? Oder wir müssten brutal das Drehmoment reduzieren. Wollen wir ja aber nicht, wir wollen ja ordentlich Schmatze fahren. So, das heißt, wir gehen jetzt an der Stelle auf den Haarschaftbläuel. Erfahrungswert von mir, und das sage ich jetzt auch ganz offen und ehrlich, auch wenn da jetzt der ein oder andere drunter schreibt, das ist scheiße, und ist einfach so, es müssen keine Bläuel für 1.200 Euro sein. Ja? Wenn ihr an den Punkt kommt, wo ihr sagt, hey, pass mal auf, ich möchte gerne einen ordentlichen Lader fahren, einen K04, K04 Upgrade, und hätte gern, gibt es vom Turbomarkt Club einen schönen TM470 oder sowas, ist das, glaube ich, dafür reichen die Dinger. Ja, da muss man jetzt keine 1000 Euro ausgeben, also wenn euch das vielleicht hilft. Wichtig ist nur, und das muss man auch sagen, wenn ihr euch für einen günstigeren Bläuelsatz entscheidet, müssen sie trotzdem ausgewogen werden und vor allen Dingen gemessen werden. Kolbenbolzenauge und Bläuelzapfenauge. Ausmessen, gucken, dass das wirklich auch alles pari ist. Das gehört dann dazu an der Stelle. Das zum Thema Bläuel. Also Haarschaftbläuel, aber nee, non plus ultra, sondern low budget, ist auch falsch ausgedrückt, das kostet ja trotzdem ordentlich Geld, ja, aber was funktioniert. Gut, haben wir das Thema Bläuel geklärt. Wo bewegen wir uns bei den Bläuel ungefähr preislich? Bei denen, die wir jetzt haben, ich habe es nicht genau im Kopf, ich glaube, die kosten 600 Euro. Es gibt auch tatsächlich Bläuel für 200, 300 Euro bei eBay. Wie die funktionieren, ob die funktionieren, das kann ich euch nie sagen. Ja? Ich habe für die Leistungsstufe habe ich immer die Arias Bläuel genommen. Zu den Arias Bläuel habt ihr meistens ARP-Schrauben dazu. Funktioniert, hält, braucht ihr euch gar keine Gedanken machen. Kolben, habe ich jetzt noch was vergessen? Nee. Sind das trotzdem gecrackte Bläuel oder? Nee. Sind sie nicht. Nee? Nee. Original ist gecrackt. Klar. Okay. Dann zeigen wir euch das. Danke, danke. Ja, wenn ich in meinem Redeschwall bin, ich vergesse das eben auch gerne mal. So, kommt mal ran hier. Das ist eine sogenannte gecrackte Bläuelstange. Ihr könnt das vielleicht ganz, ich hoffe, dass ihr das gut erkennen könnt. Ich halte es mal so fest. Und zwar ist diese Fläche hier oben komplett, die sieht aus wie defekt. Ja, das hat seitens vom Hersteller eine ganz, ganz große Bewandtnis. Denn zum einen ist es in der Produktion bedeutend einfacher, das Bläuel in eine Maschine zu spannen, mit einem Stempel von oben zu kommen und das Ding einfach wegzurunsen, ja? Als wie in dem Falle, das Bläuel zu lasern und gerade zu schneiden. Und gibt noch einen positiven Nebeneffekt. Ihr müsst euch, komm, wir gehen an die Tafel, wie in der Schule. Das ist nämlich mein Lieblingsbereich, wenn ich an der Tafel wieder irgendwas erklären kann. Okay, also, wir zeichnen jetzt mal. Ich bin übrigens jetzt nicht so unbedingt der Künstler, ne? Seht's mir bitte nach. So, das ist jetzt unser Kinderbläuel. Mhm. Ja. Okay, wir zeichnen jetzt mal hier eine gecrackte Seite und hier drüben eine gelaserte Seite. So, eine gelaserte Seite haben wir jetzt die Fläche. Ja, in die Tiefe noch. Das ist unsere Fläche, die ist jetzt meinetwegen, keine Ahnung. Ich nehme jetzt einfach einen fiktiven Wert. 10 Quadratmillimeter, irgendein Wert. So, und jetzt stellt euch vor, wir haben jetzt hier eine gecrackte Fläche. Übertrieben dargestellt. So, und jetzt guckt mal, jetzt haben wir hier eine Teilfläche, wir haben hier eine Teilfläche, hier, 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 hier und so weiter. Und die Summe aller Teilflächen, ja, die beträgt meinetwegen jetzt hier an der Stelle 25 Quadratmillimeter. Das heißt, wir haben durch dieses gecrackte Bläuel so einen großen Vorteil, oder den Vorteil, dass wir eine viel größere Fläche haben, um Kraft zu übertragen. Weil im Endeffekt geht es ja im Motorenbau immer darum, sicher, sauber Kräfte zu übertragen. So, und das hat sich der Hersteller irgendwann mal, oder die Herstellungsfirmen für die Bläuel, ja, irgendwann mal zunutze gemacht, dass man den Produktionsablauf vereinfachen kann und dadurch den positiven Nebeneffekt hat, mehr Kräfte zu übertragen. Das ganz einfach an der Stelle dazu. Jetzt haben wir unsere Bläuelstange, unser Haarschaftbläuel. So, ihr seht schon, die ist nicht gecrackt. Die ist gelasert.
Ja? Wir haben aber hier den großen Vorteil, unser Bläuel selber, original, ein Gussbläuel, Stahllegierung, Eisenlegierung, Stahllegierung. Was genau das jetzt für eine Legierung ist, weiß ich nicht. Aber hier haben wir eine komplett andere Materialgüte. Das heißt, unser Bläuel kann ja hier von der Materialzusammensetzung her schon bedeutend mehr Kräfte übertragen. Ja? Jetzt haben wir noch unsere ARP-Schrauben. Ich kann nicht reden. Sprachspaß mit mir. Unsere ARP-Schrauben, die natürlich auch noch mal mehr Kraft übertragen können als unsere originalen Dehnschrauben, die wir hier in dem Bläuel verbaut haben. Bläuel haben wir erstmal ausgekaspert. Kolben. Kolben. Jetzt müsste ich, jetzt komme ich gleich zum nächsten Fauxpas. Ich habe mich nie so vorbereitet, muss ich jetzt auch nicht. Ich habe nie genau im Kopf, welche Verdichtung da AXX hat. Ich glaube, es sind 10,5 oder 10,8:1. Ja? So, Verdichtung ist der Bereich, ich stelle es mal wieder so hierher, wenn unser Kolben jetzt am oberen Totpunkt ist. Unser Kolben ist ganz oben. Ja? Das Verdichtungsverhältnis gibt diesen Raum an, den wir haben, wo unsere komprimierte Luft, unser Kraftstoff-Luftgemisch sozusagen komprimiert ist. So, was machen wir aber? Wir wollen unsere Verdichtung ein Stück herunternehmen, damit wir mehr Füllung in den Brennraum bekommen, damit wir mehr Platz haben, um mehr Luft reinzufüllen und demzufolge mehr Kraftstoff mit einzuspritzen. Mehr Luft, mehr Kraftstoff, mehr Pow. Ja? Wir wollen ja Dampf, wir wollen ja Leistung, wir wollen ja, und da brauchen wir Platz. So, und wenn wir da jetzt mit einer Verdichtung von 10,8:1 fahren, laufen wir Gefahr, dass wir irgendwann, wir können zwar reinpumpen mit unserem Lader und pumpen und pumpen und pumpen, wir kriegen auch einen Teil rein, ja? Aber wir laufen Gefahr, dass das so stark komprimiert wird, dass wir an die Selbstentzündungsgrenze kommen. Fachleute unter euch, Klopfgrenze, vielleicht schon mal gehört, wir haben zwar eine Klopfregelung an dem Motor, ja, aber das wollen wir ja nicht, wir wollen ja gar nicht in die Klopfregelung so brutal reinrennen, also eigentlich gar nicht, weil dann macht der Motor ja Folgendes, der nimmt einen Zündwinkel zurück. Das heißt, wir zünden irgendwann, der Kolben ist schon wieder in Abwärtsbewegung und dann zünden wir erst, das heißt, wir haben wieder eine volle Leistungsentfaltung. Das heißt, vorher schon klar sein, wo will ich hin, was will ich fahren, was will ich tun? Ja? Und demzufolge ergibt sich, wenn ihr mit eurem Motorenbauer oder mit uns redet, daraus ergibt sich, was müsst ihr tun und welche Komponenten müsst ihr verbauen. So, wir sind jetzt hier auf eine Verdichtung mit den Kolben von 9,5:1 gegangen, haben aber unseren Block noch bearbeitet und wir haben auch unseren Zylinderkopf bearbeitet. Das heißt, wir haben sozusagen hier oben das Brennraumvolumen wieder geschrumpft. Am Ende des Tages sind wir jetzt ausgerechnet bei einer Verdichtung von 9,75:1. Ja, das ist jetzt das Verdichtungsverhältnis fahren wir jetzt bei unserem AXX, um mit dem Lader, den wir jetzt erstmal dran haben, auch untenrum schön kernisches Drehmoment fahren zu können. Und dem Kunden aber trotzdem noch zu ermöglichen, wenn er irgendwann nochmal ein Lader-Upgrade dranhängen will, obenrum auch ordentlich sauber Leistung fahren zu können. Philipp, wenn ich zu schnell bin, ja? Nö. Sag es mir einfach. Ich bremse dich nicht. Okay. Okay, Kolben. Nächstes Thema. So. Kolbenringe ist hoffentlich klar. Ja? Wir nehmen es mit rein. Kompressionsring, erster Ring, beiseite. Kompressionsring, zweiter Ring, beiseite. Dritter Ring, Ölabstreifer. Kolbenkopf, Kolbenhemd, Kolbenhemd. So, und jetzt seht ihr schon, wenn ich den jetzt so rumdrehe und mal so rumdrehe, und von unten seht ihr das nochmal ganz genau, dass wir auf einer Seite ein größeres Kolbenhemd haben als auf der anderen Seite. Das liegt daran, ich hatte es vorhin im Video schon mal gesagt, wenn unser Kolben sich hoch und runter bewegt, lehnt der Kolben sich an einer Seite, hier oben mit dem Kolbenkopf am Block an und mit der anderen Seite mit dem Kolbenhemd an der Laufbüchse. Auch hier reden wir wieder von Kräften, die übertragen werden müssen. Das heißt, diese breite Seite, die stützt unseren Kolben in dem Moment, wo er nach der Verbrennung Risch auf den Sack gekriegt hat. Die Seite hier drüben, die liegt an der Laufbüchse an, wenn unser Kolben unten ist und wieder nach oben geht. Das heißt, dort hat er gar nicht so eine große Kraft und hier reicht uns ein ganz schmales Kolbenhemd zu. Und dadurch können wir natürlich wieder, haben wir wieder einen Vorteil, wir können die bewegte Masse von unserem Kolben verringern. So. Was im Umkehrschluss wieder heißt, weniger bewegte Masse, geringeres inneres Motorenverlustmoment. Ja, weil im Endeffekt,
Ich hoffe, dass ich es jetzt nicht zu wirr erzähle. Im Endeffekt führen wir unserem Motor Energie zu in Form von Luft und in Form von Kraftstoff und wollen daraus eine Leistung und einen Drehmoment oder eine Kraft generieren. So, aber um alle Teile in unserem Motor, Nockenwellen, Ventile, Kurbelwelle, Ausgleichswellenmodul und was nicht alles da so dranhängt, ja, um das in Bewegung zu halten, müssen wir ja schon eine Energie aufwenden. Das heißt, irgendwann mal in der Schule gab es mal dieses Thema hier Energiebilanzrechnung, irgendwie sowas. Das heißt, zugeführte Energie minus aufgewendete Energie ergibt am Ende des Tages das, was wir wirklich an Leistung haben. Jetzt muss ich es kurz zusammenkriegen. Da hatte irgendjemand mal unter ein Facebook-Video, unter ein YouTube-Video von uns geschrieben mit Brutto und Netto und was man am Ende des Monats, ich suche das gleich nochmal raus, das kriegt er von mir gleich noch nachgetragen. Und zwar hatte bei unserem S6-Video der Carsten drunter geschrieben, bei Leistung ist es wie Steuern zahlen. Die Motorleistung ist Brutto, die Radleistung ist Netto und die Schleppleistung ist deine Abgabe. Sie gehört zwar im Grunde dir, aber verschwindet auf mysteriöse Art und Weise. Mega cool geschrieben und vor allen Dingen genauso ist es in dem Falle, ja? Also um unsere Bauteile am Laufen zu halten, das ist diese mysteriöse Abgabe. Carsten hat sie Steuern genannt, ja? Diese Kraft müssen wir aufwenden. So, und je schwerer alle Bauteile sind oder je größer unsere Reibung ist, da ist übrigens auch Öl wieder ein ganz interessantes Thema. Steigen wir heute nicht ganz so drauf an? Nee, gar nicht, wir steigen nie auf das Thema Öl an. Nein! Okay, ein allerletztes Mal! Ja, Endergebnis, wir versuchen natürlich die bewegten Massen in unserem Motor so gering wie möglich zu halten, aber so hochwertig wie möglich, dass wir natürlich so viel Leistung wie möglich lange fahren können. Punkt. So, das war jetzt ganz viel, aber ich hoffe, ihr habt's verstanden. Gigantische Kompression und massiv Leistung und Drehmoment, der hält alles, der funktioniert super. Ja? Aber der Verschleiß in unserer Laufbüchse, weil der Ring macht sich Platz, egal in welche Richtung, der Verschleiß in unserer Laufbüchse ist so exorbitant groß.